Dann spielen wir jetzt, oder? Go! Viel Spaß, viel Glück. Okay, danke. Come to... Let's go. Map ist wie gesagt auch noch im Chat, wenn ihr braucht. Hallihallo, liebe Leute. Herzlich willkommen bei Among Us. der Stream ist sehr spontan. Ich bin Imposter. Bin ich gemutet? Ja, ich bin gemutet. Und alle stellen sich auf den Vent. Boah, ist das ungewohnt. Wintercracker macht gerade seine Aufgabe. Ich kill einfach mal und geh weg. Vent. Und geh hier wieder raus. So, und vente weiter. Oh boy, Leute, das ging sehr schnell. Ja, Maud, Ton! Maud, Fufu, Maxify! Fufu! Und Wintercracker. Mordado, ja? Wurdest du gefapeshiftet oder hast du gerade vor meinen Augen Fufu gekillt und bist gewendet? Shapeshifter hat Mordado rausgenommen. Ich hab Shapeshifter rausgenommen. Also, aber irgendwer. Das stimmt halt so nicht. Irgendwer ist gerade oben. Also ich. Ich weiß nicht, ob ich verrückt. Ich hab halt gerade noch gesehen, wie jemand gewendet hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person hellblau war. Oder? Also ich habe halt gesehen, wie Chen am Anfang gewendet ist, aber ich vermute mal, dass Engineer war. Oh. Und wir waren gerade zu viert, rechts. An diesem, genau, Maxi und ich habe diese mit den Ohren abgeschossen. Wintercracker. Ja. Und ich. Ja. Und ich bin dann nach unten gegangen und dann waren die anderen drei noch da. Mhm. Oh, Dado, ist es die Leiche? Wo ist denn die Leiche? Bei dem Meteorabschieß-Dings. Also, bei Weapons. Wie heißt das? Weapons, genau. Weapons. Also ich habe halt die Meteoren abgeschossen, war da halt voll konzentriert drauf. So. Also ja. Ich war wirklich komplett in der Zone. Ich hab halt jeden Meteor gehittet. Ich habe halt wirklich jeden Meteor getroffen, müsst ihr euch vorstellen. So, dann guck nach unten, sehe, oh, Fufu hat einen Knochen aus dem Oberkörper rausstecken. Kommt mir ein bisschen sus vor. Ich guck nach oben und sehe gerade so, wie jemand in den Vent verschwindet. Und ich meine, dass die Person hellblau von der Hautfarbe her war. Ich bin nach unten gegangen und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen aggressiv. Ich weiß halt, Wintercracker, Fufu und Maxi waren da. Fufu ist tot. Mhm. Wintercracker Report wäre ein bisschen doof, hätte er den Kill gemacht, weil er sehr verwirrt ist. Und es gibt halt jetzt in meiner Welt eine sasse Person, die halt immer sass ist. Also Wintercracker oder wer? Nee, Maxi? Der hätte sich nicht so krass gefreut. Maxi ja, ist mittlerweile verrückt, musst du dir vorstellen. Vielleicht hat er auch in die Masse reingestochen. In diesem Spiel. Ja, aber Maudado ist ja auch gewendet, ne? Ich hab grad einen Daumen gemacht. Ja. Hast du einen Double Kill gemacht, Maxi? Wir können auch ne? Also ich sag ja nur. Okay. Ich geb das gar nicht. Also die Sache ist. Ich hätte noch eine Frage ganz kurz. Ja. Du hast, wen hast du auf jeden Fall wenden sehen? Chen, glaube ich, am Anfang, oder? Aber, ja. Ich bin genau. Da unten direkt nach der Ingenieur. Nach unten gewendet. Ja, ich bin nach unten gewendet. Was? Okay. Also Maudados Omega sass also, für mich, aber ich bin mir nicht sicher. Die beiden sind sehr sass für mich. Ja. Als ob ich damit durchgekommen bin. Steffi, du bist nicht mute. Ich hab gedacht, Wintercracker wäre noch im Panel drin. Bap, bap, bap. Oxygen. Das machen wir mal, damit wir insust werden. 5, 7, 7, 6, 5. Okay. Und Shen wendet die ganze Zeit. Die Sache ist, Wintercracker wird nicht weiter wegsassen. Heißt eigentlich, ihn loszuwerden wäre klug. Aber das ist gerade zu schwer. Ich muss einfach mal ein bisschen nett sein. Zack, 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 zack. Paar Kabel, zweimal Kabel gemacht, zweimal Kabel-Task. Oh, den Müll kann ich nicht rausbringen. Wir können halt mal Reaktor sabotieren, sobald wir können. Maxify muss halt safe überleben. Weil wir die Schuld komplett auf ihn blamen können. Ich weiß gar nicht, wer ist mein Imposter-Kollege, wenn ich allein. Nee, jemand anderes hat das sabotiert. Der ist unten. Ich bin oben. So, Wintercracker. Ich glaube. Wintercracker ist nicht mehr so sussed out von mir. Außer es passiert halt nochmal ein Kill in meiner Nähe.
Ja, das ist ein bisschen problematisch. Ich könnte halt Flintcrack ertöten, aber ich habe gerade zu viel gutes Zeug. Selfie. Selfie ist tot! Eieiei. Okay. Darauf eine Weintraube. Die vom Boden? Ja, Flintcrack, hast du da links irgendwo. 3-Stunden-Regel. Shen gesehen? Wo? Nee, wer war ja. drüben bei uns alles? Ich hab ganz, also ganz ich hab schon links. Ich hab den unteren Schalter betätigt. Ja, also, das kann ich bestätigen. Also war ziemlich... Maudado und Flintcrack und ich. Warte, wo ist denn die Leiche gefunden? Woher wisst ihr denn... Ah, okay. Wann war mal jemand in der Cafeteria in letzter Zeit? Ich war da gar nicht. Ich auch nicht? Gar nicht. Also wo war denn die Leiche überhaupt? Timmit. Nee, aber ich hab Safi gesehen irgendwann. Oh, die ist durch Upper Engine. Die ist durch Upper Engine auch gelaufen. Ich will nichts sagen, aber hier rennen mir zwei Killer hinterher die ganze Zeit. Die wollen mich auch wer denn? Wer denn? Ja, einer ist grün, einer ist hellblau. Also ich hab halt auch die Vermutung, ich hab halt auch die ganz starke Vermutung, dass Maudado dachte, dass Maxi einen Double Kill mit ihm machen würde und er hat es nicht gemacht und deswegen ist das am Anfang so weird passiert. Deswegen, ich bin auch stark für hellblau und grün tatsächlich. Ich bin sehr stark gegen diese Annahme. Und ich bin ein bisschen verwirrt. Wir können das Video skippen. Also, ich verstehe das Einzige. Also, ich bin halt kein Imposter. Ja, und wieder Crayer sagt mich sehr out, was ich verstehen kann irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil er war halt am Anfang mit Maxi und Cracker und Fufu waren in diesem Raum und es ist eine Person tot und dann werde ich gesasst. Das ist halt auch ein bisschen sass, aber wieder Crayer klang halt legit verwirrt. Ja, ich bin halt, also es müssen halt entweder du oder Maxi gewesen sein, aber ich dachte, ich hätte hellblau gesehen, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, dass es hellblau war. Ich verstehe nur nicht, warum du irgendwie in Wänden gesehen hast. Aber den nie verdächtigst. Nee, weil es eine Engineer-Rolle gibt, die kann Wenden auch als Teammate. Ja, das verstehe ich ja, schon, aber warum? Weiß ich nicht, weil das wäre ein bisschen weird. Haben wir noch irgendwas von dieser Runde? Hat noch irgendjemand Infos? Weil ich habe nichts mitbekommen. Dino Ehrenwort, ich bin nicht. Und Timmit. Dino Ehrenwort, ich bin aber Dino sind ausgestorben. Also Maudado war es nicht, auf jeden Fall, der Mord. Ich war beide Mord. Was? Wie kommt ihr auf diese dumme Annahme? Das ergibt gar ja keinen Sinn. Naja, Maxi, du hast ja das Dino-Ehrenwort gegeben. So ja, und die sind ausgestorben. Ihr werdet so sterben, alle. Ja, wir haben es geschafft. Habe ich schon eine Runde? Nee, 25 Sekunden. Komm mit zum Reaktor, bitte, Cracker. 10 Sekunden. Bis zum Sieg, wenn bis dahin keiner den Knopf drückt. Wir haben es geschafft. Oh Gott, es war da. Maudado, warum hast du das denn am Anfang gemacht? Ich hab gedacht, du wärst noch in den Meteoriten und würdest nichts sehen. Und ich aber gedacht, man kann, man, Maudado, aber man kann da drin was sehen, ist diese Sache. Aber es ist so halb verdeckt. Cracker, naja, ich bin echt enttäuscht von dir. Ich hätte es halt zu 100% sehen können. Die Sache war nur, ich war so konzentriert auf diese Meteoriten, dass ich halt wirklich nicht rausgeguckt habe. Ja, die meisten bemerken das halt nicht. Und dann kommt man von diesem Ding weg und es liegt da einfach eine Leiche. Und das ist immer nee, also ich hab halt auch, den Mord habe ich halt wirklich gar nicht gesehen. Ich habe halt nur gesehen, wie du noch gewendet bist am Ende. Also deswegen. Wenn ich noch weggelaufen, hättest du mich ja, nicht gesehen. Dann hätte ich es überhaupt nicht gesehen, nee. Ah, okay. Ja, hey, Maudado, warum konntest du denn schon abstechen, Maudado? Ich hatte noch 6 oder 7 Sekunden auf meinen Killmove. Genau auf Cooldown, also... Ich hatte noch Minimum 5 Sekunden. Wenn du irgendwo drin bist, dann geht der Cooldown nicht runter. Genau. Wenn du drin bist, geht der Cooldown nicht runter. Okay. Ja, ich habe kurz den Reaktor gefaked, deswegen. Einfach nur hinstellen und nicht reingehen. Ach, du warst in dem Ding drin. Ja, ich war in dem Ding drin, aber nicht drauf gedrückt. Ja, warte mit euch, ne? Geschickt. Selfie ist beleidigt und redet nicht mehr. Tut mir leid. Sie ist mir einfach mehrmals über den Weg gelaufen. Dann habe ich das als Aufforderung. Töte mich. Ich war so lieb. Ich habe die Runde nichts gemacht, außer Weintrauben essen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Du hast gefreut, dass es gut wurde.
Ich habe mich auch gefreut, dass. Keine Ahnung. Ja, aber das ist doch normal bei Maxi. Ja. Was bringt denn die Scientist gerade eigentlich, Maudado? Ja, wollen wir jetzt durchwechseln oder wollen wir jetzt. Wollen wir immer eine extra Rolle machen? Alles. Ich hätte gern. Sagen, alles ist schon ein bisschen. Also, alles ein bisschen heavy, ne? Shapeshifter ist wirklich OP. Ja. Okay, alles außer der Shapeshifter. Shapeshifter richtig OP. Okay, ich finde zum Beispiel, Engineer hat nicht so einen krassen Impact aufs Spiel. Was macht der Scientist? Und was macht der Guardian Angel? Kann der einen retten? Ja. Der Scientist ist auch echt krass. Der hat halt ganze Zeit Vitals dabei. Mobil. Was dabei? Vitals. Also er sieht jederzeit, wie viele Leute. Achso, Gesundheit. Das ist auch echt stark. Oh, das ist cool. Und Guardian Angel, du musst so, der Erste, der stirbt, wird Guardian Angel. Und der kann dann halt die anderen verfolgen und dann halt einen Schützen ein Schutzschild geben, aber leider nur für 10 Sekunden und hat das Medic von 30 bis 60, ja, eigentlich schon. Aber es hat nur 10 Sekunden. Es ist nur 10 Sekunden aktiv. Das heißt, man muss schon gut timen. Okay, dann machen wir mal alles gerade an, außer Shapeshift, Kriegt denn derjenige, der geangelt wird, eine Nachricht? Weil normalerweise kriegt der Medic ja die Nachricht. Nein, also wir sehen dann, wenn dann halt eine Konferenz ist, ein Meeting, dass der Guardian Angel erfolgreich jemanden geschützt hat. Weil das steht dann. Ansonsten, wenn nichts passiert, steht da nichts. Aber da steht auch, wer geschützt wurde. Selfie muss noch weiter drücken. Selfie ist Da. Steht da nicht. Okay. Ich denke nur, dass erfolgreich etwas geschützt wurde. Das war's. Oh, hat dann der Imposter auf Cooldown auf dem Kill wieder, wenn der wen mit dem Guardian Angel Schild killt? Ja, er hat einen Cooldown. Okay. Er hat mir einen Bagelschrott geschrieben. Okay. Ist sie gerade AFK? Ja. Sie ist ja nicht in der Lobby. Selfie hat ein Problem mit Donuts. Wie? Ja, sie hat ein Problem. Sie hat Wollen wir dann gestellt. Nur einen Imposter oder zwei, wenn wir nur sieben sind? Ich meine. Hi. Hallo. Oh, ich musste gerade was klären wegen Donuts. Man kennt's. Ich hab Donuts bestellt bei Royal Donuts und da gab es ein Problem mit der Zahlung, weil irgendwie wusste der Lieferant nicht, ob das bezahlt ist und dann gab es ganz viele Probleme und dann dachte er so, oh, ich darf das nicht ausliefern, obwohl das bezahlt war. Ja, it is what it is. Ganz viele Donuts, ich glaube 8 Donuts oder so, alle gefüllt. Ich bemühe mich lauter zu sein. Wenn du herkommst. Soll ich dich füttern? Ja, bitte. Okay. Ready. Glück. Okay. Oh, wait, ihr habt eine neue Lobby? Bist du nicht dabei? Nee, ich bin rausgekickt. Dann sollten wir alle rausgehen, ne? Ja, scheiße. Och, Mann, ich war grad Engineer. Mann, ich war Scientist. Lass mich gucken. Warte, können wir nicht die Imposter schnell rausvoten? Das geht einfacher. Stich mal jemand ab. Oder wer ist es? Ja. Ah, da. Ich weiß es nicht. Ich hab's gesehen. Wo ist der raus? No, wait! Wir müssen den Code ändern. Ich hab aus Versehen das falsche Fenster. Wir müssen den Code ändern. Wir müssen eh leaven. Ja! Du, Maxi! Sieg! Easy win! Ich kann es eh nicht gewesen sein. Oh mein Gott, das ist so cursed. Aber Shapeshifter ist nicht da. Mann, Selfie, ich war gerade... Alles nur wegen der Donuts! Ich hab mich so, wieso sterbe ich jetzt direkt am Anfang? Also die Donuts haben dich nicht gezwungen, den Code zu zeigen. Das ist unfair gegenüber der Donut. Ja, da muss ich. I'm sorry. Ja. Ich wollte kein Victim-Blaming betreiben. Wild. Warum ist der Code auf einmal da? Davor war der einen anderen Code. Tut mir leid, ich bin nicht so konsistent. Ist alles gut. Brauchst dich nicht rechtfertigen, alles gut. So, sind alle drin? Zwei Konsistent, Maldaro. Es fehlen noch zwei. Konsistent. Wait. Wo ist denn der Code? Bei Aufnahme. Ist doch klar, nicht bei den Codes, sondern beim Aufnahmetalk. Okay, gut. Jetzt verstehe ich das mit der konsequent sein. Ah, shit. Verklickt. Ah. Oh, schnell starten, Maxi. Hallo. Ja, Konsequenz. Okay. Hast du denn überhaupt mitbekommen, wie wir dich abgestochen haben, Selfie? Ja, das habe ich mitbekommen. Danach habe ich mich um das Donut-Problem gekümmert. Warum ist das jetzt denn wir, den Klaus? Ja, ich habe versucht, den... Okay, dann hab halt nur ich gewonnen. Okay. Jetzt haben wir eine richtige Runde. Okay. Okay, viel Spaß. Let's go. Okay, Leute. Herzlich willkommen bei diesem Stream. Er ist sehr spontan gestartet. Ohne Ankündigung irgendwo.
Aber. Klaus? Okay, ich bin einfach normaler Inno. So. Dann machen wir das so. So. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles. Das Licht geht aus, ich sehe Selfie, alle laufen nach links. Ganz hinten ist Timid gewesen. Dunkelblau ist eine klassische Timid-Farbe. Ich bleib mal kurz stehen. Er holt nicht. Ah, doch, der ist er. Der mit der Maske. Man kennt ihn nicht anders. Ich sperre mal Report, weil ich Angst habe, erschossen zu werden. Erschossen. So, sind ja gerade alle zusammen. Die Sache ist, wer ist am wenigsten sass? Ich glaube, Maxify. Ne, ich habe ein bisschen Abstand. Tu es, Selfie, tu es. Spring rein, los, tu es. Okay, hier ist die absolute Sassy-Action. Selfie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Person fehlt. Welche Person fehlt? Wer fehlt? Ah. Timid hat... Das war Maxi. Selfie gekillt. Ja, hab ich. Na. Okay. Nein, Selfie, du bist tot, du darfst nicht. Ich hab das nur gemacht, damit sie ihre Donuts essen kann. Das war der Guardian Angel. Sorry, ich meinte. Wow. Da ist ein Geist. Wow. Ja, Unlucky, ich bin Engineer. Ach so, ja. Weiß nicht, wie also, die ich glaube, das war Maxi. Ich glaube irgendwie nicht, dass Timid. Naja, Maxi. Der hat so ein unschuldiges, der ja, hat so ein glaub, komisches Lächeln. Gesehen. Schaut Maxis Lächeln an. Alleine als Imposter-Spiel. Ich bin verwirrt jetzt. Ich muss halt. Ich weiß es nicht. Ich muss nee, halt. Nee, vote Maxi. Wir haben alle auf dich gewotet, Maxi. Also du bist jetzt so oder so raus. Schau mal dein Lächeln an. Ihr seid zu leise. Ich freue mich, weil ich diesmal überlebt habe. Sicher? Siehst du, das muss man ändern. Puh, was war auch nicht? Ich mach einfach den Rest leise, okay? Das Näschen. So, jetzt sind die anderen leise. Hallo? Ich will nicht zu leise sein. Jetzt bin ich zu laut. Okay, Shen hat hier unten eine Quest gemacht, aber er hat noch Kill-Cooldown, wer Imposter, und rennt hier ein bisschen im Kreis. Okay, wir machen mal einen Task. Ich sehe halt jetzt nichts mehr, weil das Mikrofon in meinem Gesicht einfach hängt. Okay, ich bin allein in der Cafeteria mit Shen und werde gleich abgestochen. Obwohl. Shen, Maxi, Fufu, Shen, Maxi, Fufu, Shen, Maxi, Fufu, Shen, Maxi, Fufu. Okay, haben die gut gemacht. Wir haben halt echt nicht viele Tasks, ist die Sache. Shen, ich glaube, ich vertraue einfach jetzt Shen. Shen, du bist mein Held. Shen war mich mal besuchen. Und da hat er mich auch nicht abgestochen. Und ich bleibe jetzt einfach bei Shen. Auch wenn es ziemlich riskant ist. Obwohl, Timid war wohl Imposter, also bleibt eh nur noch einer übrig. Wintercracker hat es reported, dann sind Wintercracker... Shen sind eigentlich recht safe. Ja, ich würde sagen, das ist Fufu, oder? Jemand hat Maxi getötet. Ja, wie jemand. Fufu. Jemand ist auch die ganze Zeit mit Maxi rumgelaufen. Wie hast du das gesehen? Wenn also das Licht aus war. Ich habe auch tatsächlich. Weil ihr nah genug an mir dran wart. Ich habe auch tatsächlich Fufu bei der Leiche. Ja, ich habe auf deiner Leiche geschlagen. Ah, ja. Würde ich auch wieder tun. Okay. Ich habe sie schon. Also, ich war da schon länger. 10 Sekunden also Fufu, bestimmt. Ich bin ganz ehrlich, das ist ein bisschen. Verdächtig tatsächlich. Ja, es ist tatsächlich, es ist auch, aber es ist auch in beide Richtungen verdächtig, Wintercracker gerade. Weil Fufu ist halt auch der größte Troll in dieser Welt. Das heißt, Klaus hätte einfach Maxi erstechen können und dann stellt sich Fufu auf die Leiche. Das ist halt auch im Rahmen des Möglichen. Das Wo ist überhaupt die Leiche und warum ich und nicht Shen? Shen ist es nicht. Ich war die ganze Zeit bei Shen. Shen kannst du also nicht. Also ich finde es gut, dass Maxi tot ist. Also die Leiche ist, Boah, ich habe jetzt halt die Map an von dieser Kreuz, ja, die an der, genau, an die, also da, bevor man in dieses Reaktor-Ding reingeht, quasi, ist die in der Nähe. Okay, also ich kann nur sagen, ich war es nicht. Ja, okay, ich würde sagen, Fufu will ja gewotet werden. Ich vote für Fufu. Okay. Und wenn es Fufu nicht war, dann vote ich danach für Klaus. Vote? Ich verspreche, dass ich es nicht war, aber ihr könnt mich danach voten. Denn wie, es gibt noch ein Danach. Also wenn Fufu, wenn es hiernach noch ein Danach gibt, gibt es danach auch nach mir noch ein Danach. Jenny. Du schaffst das. Easy.
Wow, Alter, free win, Bohnen. Alter, Bohnen. Wow, Maxi, hättest du mal überlebt? Das waren halt die einfachsten Bohnen meines Lebens gerade. Ey, man verdient jetzt Bohnen. Krass. Ja. Hey, warum bin ich nicht mehr Pink? Die Ökonomie hat sich komplett geändert. Ich bin Pink geworden. Endlich lohnt es sich zu spielen. Wow, Wirtschaft. Ja, mal Battle Pass. Endlich Kapitalismus. Battle Pass. Ja. Ich schick nochmal die Map in. Was gibt denn eine Rose? Danke. Okay. Gerne. Danke, Klaus. Wie wär's mit keinem Fokus auf Maxi Fufu, hm? Achso, Louis, ich wollte nur, dass das Lächeln war so unsympathisch. Oh, du bist unsympathisch. Oh, Maxi! Das war gemein. Ja. So ist er immer. Wann kommt neues YouTube-Video? Mann, Leute! Verrückt euch! Hallo, hallo, neu. Okay, was haben wir denn hier? Timid, Selfie, Cracker, Fufu. Warte, Wintercracker, Timid. Selfie ist gewendet. Aber Selfie ist wahrscheinlich eh schon mehr. Wir konfrontieren sie gleich ultra. Ob sie beweisen kann, dass sie Ingenieur ist. Reaktor? Das könnte halt ein Double Kill werden. Ich spiel mal den Report-Knopf. Um das nicht zu riskieren. Okay, Shen ist auch da. Shen ist lieb. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Situation hier. Selfie kommt auch noch. Selfie muss halt beweisen, dass sie Ingenieur ist. So. Achso, ich darf auch nicht auf den Chat gucken, während ich das spiele eigentlich, weil ich gespoilert werden kann. Klaus kommt als einziger nach. Heißt, wenn in die Richtung jetzt irgendwie eine Leiche liegt von Selfie, dann war es Klaus. Okay, Timid. Boah, wollen wir mal in diese Logs reingucken und schauen, ob wir da irgendwas verstehen? Shen ist nach unten links gegangen, Timid nach unten links, Shen kam von unten links und rechts geht gerade Shen hin. Hä? Hast du was verstanden, was da stand? Dado guckt da auch immer drauf. Ich check nicht, ich sehe nur Wörter. Die Wörter haben nicht mal. Ich verstehe kein Englisch. Shen, wo bist du gerade gewesen in dem Moment? Ich bin gerade bei den Satelliten. Ah, okay, ja, passt. Wieso? Nur so, ich habe dich unten rechts nicht gefunden, obwohl du auf den Logs nach unten rechts gegangen bist. Also ich habe die Leiche gefunden im Reaktor. Ich weiß aber nicht, wo die liegt. Ich habe nur meinen Button zweimal aufleuchten sehen. Fufu steht bei mir schon. Da lag eine Leiche. Ihr wart da zu sechs oder so. Komisch, drin, oder? Fufu, ne? Ja, Fufu, das bin ich definitiv. Fufu, dann bin ich. Ich habe Odinaka hat einen Kristall gemacht. Ich hätte ja gehen können. Ich habe den Kristall gemacht und bin dann nach links gegangen, dachte, Fufu will mich abstechen und wollte schon panikieren. Ich habe eigentlich gehofft, dass jemand aus dem Vent kommt und ihn tötet. Danke. Ja, ich habe aus dem Glas so reingeschaut die ganze Zeit. Klaus, wie macht man denn den Kristall? Ja, das hatte ich mich auch gefragt, aber anscheinend muss man unten anfangen und dann die Stücke aufeinander stellen. Ja, genau. Aber okay, ich wollte mich sogar kurz entmuten und fragen, wie der geht. aber ich weiß wirklich nicht, wo die Leiche liegt. Ich wollte gerade irgendeinen Task beim Reaktor machen. Ich hab's nur aufblinken sehen. Und ich wollte eigentlich. Ja. Bist du auf der rechten Seite oder linken Reaktorseite? Also, wo links, der Reaktor links. Links, wo die anderen Sachen sind. Okay. Also über dem Vent stehe ich. Timid ist als einer der letzten oben in den Reaktor gegangen. Bist du nach oben gegangen? Nee, hast du da gemacht? Ich bin nicht da oben. Ich bin mit euch wieder zurückgelaufen. Du bist nie in den Raum rein. Ja, hast du denn die Leiche gesehen, Fufu? Ich hab sie gar nicht gesehen. Ich dachte, ja, irgendwer kommt zu dir. Deswegen habe ich da gewartet. Also zwischen euch muss ja ein Killer sein. Meiner Meinung nach. Ja, also wir waren oben. Maxi war oben mal. Nee. Ich war auch mal oben, ich bin da gegangen. Jenny war oben, Maxi. Ich wollte noch Maxi sagen. Aber Shen ist mit mir gegangen, glaube ich. Heißt, als ich da war, war da noch keine Leiche. Und jetzt ist plötzlich eine Leiche da. Da muss es aber ein Vent gewesen sein. Weil ich war in der Mitte, also ich hatte jeden gesehen, der runterrennt. Wintercracker, willst du auch mal was sagen? Ich höre euch gerne zu. Ich war gerade auf dem Weg Richtung Launchpad. Ich wollte übrigens noch Maxify sassen. Bevor es einen Meltdown gab, ist er stehen geblieben. Ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass das war. Vielleicht ist auch das Keyboard kurz disconnected. Von Wintercracker oder Maxi fernhalten. Weil die waren beide oben, als der Kill passiert ist.
Fufu ist absolut am Troll. Der Troll gerade die Scene. Timid ist ultra leise. Ich kann da nichts ändern. Er hat gerade Mikrofonprobleme. Er ist mega, mega, mega leise. Ich vertraue eigentlich Fufu gerade und Timid halbwegs. Obwohl, Timid ist gut im Lügen. Timid sollte man nie vertrauen. Aber ich muss unbedingt mich von Wintercracker fernhalten. Wintercracker. Ich soll kurz was vorlesen, und zwar: Kannst du Dado sagen, dass sie sehr leise ist? Ey, ich hab das schon gefixt. Bei mir ist auch, dass S sehr leise ist. Sie. Ich will eigentlich sagen, Pronomen war sie. Das kann man als Imposter nicht machen, Maxi. Sorry, ich spreche kein Geisterisch. Ist doch schon gefixt, oder? Ja, ich hab gedacht, der Filter ist ganz cool für Omogas. Oh, Wintercracker, Maxi. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab so Angst vor Wintercracker. Ich hab so Angst. Wir haben da gerade Maxi, Wintercracker, Fufu, Odin. In diesem Raum. Und keiner löst es. Ich hätte selbst lösen sollen. Ich hätte mich nicht auf andere verlassen sollen. Okay, Leiche in dem Raum, Leiche in dem Raum, Leiche in dem Raum. Da ist keine Leiche in dem Raum. Hä, welches von beiden ist denn schon gelöst? Okay. Oh mein Gott, mir geht das Herz. Denkt ihr, jemand ist gestorben? Ich wollte nur ein Check-up machen. Keine Toten. Darf ich jemanden sassen? Ja. Ich sag, das ist Timid, weil er die ganze Zeit weg ist. Ja, wo, er ist weg? Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Wir waren zu fünft oder so die ganze Zeit auf dem Haufen, irgendwie hoch, runter. Aber ich habe Timid ist einmal weggelaufen am Anfang und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das dann lass ihn einfach raus, mache, ja. Er hockt wahrscheinlich irgendwo im Vent und den kann ich umsehen. Nee. Eine Sache nur, kann es sein, dass Selfie jede Runde als erstes tot ist? Ja, bis jetzt schon, nee. Das ist ziemlich gemein. In der ersten habe ich sie erst als zweites getötet. Das ist ja nett. Aber auch nur, weil sie geschrieben hat, sie muss in die Tür wegen Donuts. Hat sie mir privat geschrieben, sonst hätte ich sie nicht gemacht. Vorhin habe ich sie getötet, weil sie die Donuts essen wollte. Ja. ich habe Timid, wir haben doch Timid gesehen. Oder ich habe noch nicht mal die Donuts. Gesehen. Puh. Also ich habe gerade am Reaktor meine Aufgaben gemacht. Wo? Okay. Ich hab Simon Says gemacht. Danke fürs Bescheid geben, Heiliger Geist. Und jetzt bin ich gerade wieder runtergelaufen. Aber. Ja, es ist ja nichts passiert. Ich auch ausvoten. Also, ich hab Timid irgendwo gesehen, tatsächlich. Ich hatte nämlich kurz Angst zu sterben, aber ich weiß nicht mehr wann. Ah, ich hab alle mal irgendwo gesehen. Ja, aus dem Band, ne? Ja, richtig. Ich vote jetzt hier the most sus. Ich auch. Wen denn? Hm. Warum? Klar. Du bist einmal stehen geblieben. Oh, ich bin einmal stehen geblieben. Es stimmt halt, du bist halt stehen geblieben. Oha. Ich guck nur noch euch hinterher. Mann. Okay. Herr Baum. Ich kann. Hä? Was ist das? Was war das für ein Task? Okay, ja, ich habe meine Task fertig. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch überleben. Hier kann man am schlechtesten. Die Sache ist keine Map auf der. Oh, das sind die beiden Sassi. Die Sassi-Leute. Oh, das ist Timid. Die Sache ist, Timid kann so gut reden. Er kriegt mich jedes Mal. Okay, Fufu. Fufu ist halt die Sache. Fufu macht das ultra klug. Fufu ist immer unberechenbar. Egal, ob er Inno ist oder Imposter. Man kann nie wissen, was der Junge gerade macht. Das ist seine Taktik. Und die hilft ihm halt so sehr, wenn er Imposter ist. Okay. Okay, du musst mir jetzt vertrauen, Maudado. Du musst Wie mir jetzt vertrauen. Wie soll ich dir vertrauen? Du musst mir jetzt vertrauen. Es ist zu 100% Timid. Zu 100% ich bin Engineer. Ich bin Engineer und war im Vent und hab zugeguckt. Die haben Double Kill gemacht. Hey, warte. Ich bin Engineer. Ich bin Engineer. Selfie war Engineer. Sie hat doch diesen Engel. Achso, Selfie war letzte Runde. Ach, Selfie stirbt immer nur. Nee, aber nee, man kann doch einen Engel haben. Nee, sie war aber trotzdem. Das ist doch gar nicht. Sie war Engineer, sie hat am Anfang der Runde oben gewendet. Oh, du sagst, du bist Engineer? Maudado, ich verspreche dir. Oh mein Gott. Ja, du wirst von mir gesehen, Maudado, ich verspreche dir,
Es ist ein Double Kill von Timid und Shenny. Also ihr könnt, wir müssen auf jeden Fall Timid rausvoten. Die Sache ist, ich muss dir glauben. Ich muss dir glauben, weil es sind zwei Leute gestorben und du bist halt eine Person. Also safe. Ja. Ich war im Vent. Ja, aber das kann nicht sein. Du kannst nicht im Vent gewesen sein, außer du bist ein Imposter. Weil Safe ist ich bin Engineer. Sie war Engineer, du bist es nicht. Nein, ich verspreche dir, Maldado. Mit Shen Imposter und willst mich zuerst rausvoten, damit ihr gewinnt. Okay, dann voten wir zuerst Shen raus. Habe ich auch kein Problem mit. Hä? Was ist das denn jetzt? Es hört sich nach Cheng und Timid an. Ja, ich glaube auch. Klaus klingt so ehrlich. Und die Sache ist, man kann mich so leicht gaslighten. Ich glaube, dass das selbst jemand durchgewendet ist. Obwohl ich gedacht hätte, ich hätte das gesehen. Wir können das auch taktischer machen. Wir voten jetzt Timid raus. Und danach machen wir sofort einen Report, voten mich raus, dann seid ihr noch drei und dann könnt ihr noch Cheng rausvoten. Nein, wenn jetzt gerade noch zwei Imposter leben und wir einen rausvoten, ist vorbei. Wenn wir ihn nur rausvoten, ist sofort vorbei. Okay. Ja, habe ich vergessen. Okay. Also wie gesagt, es sind zu 1000% Timid und Shen. Also Fufu. Wem zuerst? Ich glaube also, ihm, weil wenn es ein Doppelkill ist, dann... Ja, es muss ja. Außer es ist irgendwas synchron auf der Map also passiert. Timid aber Klaus hat sofort, als wir in der Lobby waren, direkt Doublekill gesagt. Ja, und deswegen glaube ich ihn auch. Ich hab dir geglaubt, ich hab dir geglaubt. Du bist so vertrauenswürdig immer, du klingst so lieb. Ja, ich bin ja auch. Das macht die Mütze einfach. Also wenn wir jetzt nicht verloren haben, dann wisst ihr, dass ich recht hatte. Ich denke, ich war Engineer. Ich denke. Aber das war doch schon ein Selfie. Okay, Puhu ist halt safe. Shen ist halt auch so safe. Guckt euch an, wie Shen da steht. Shen ist so ein Lieber. Okay, Shen. Wer ist es? Shen? Bin man, naja. Boah. Hey, ich hätte schwören können, dass Selfie-Ingenieur war. Es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Ich muss sogar sagen, ich bin mir gar nicht zu 100% sicher, dass es Shen ist, aber nur zu 99, weil ich mir nicht ganz gemerkt habe, wer weggelaufen ist. Fufu kann es halt letzte Runde nicht gewesen sein. Wenn es Fufu nicht gewesen sein kann, dann muss es Shen gewesen sein. Aber Fufu hat auch nichts gesagt. Ey, Shen, hast du gerade die Stimme selber gemacht? Ja. Ich so, wer ist denn jetzt aber mit Shen? Ich hätte eigentlich auch noch ein paar Fragen stellen sollen, bevor ich das gesagt hätte, damit die keinen Alibi haben. Unter den Lebenden. Also im Bett. Ja, hallo. Ich habe immer noch nicht meine Donuts. Oh, langsam kriege ich auch Bock auf Donuts, muss ich sagen. Das sind so gefüllte. Also, das sind so gefüllte, so 8 Stück, glaube ich. Teilweise mit einem Teller oder Vanillepudding. Und obendrauf ist dann Karamell. Oh. Yes. Hast du auch die mit Bueno und so oben drauf? Yes. Oreo, Oreo. Oh. Das ist eine richtige Gönnung, ey. Absolut. Ich könnte nur maximal einen essen, ey. Nicht 6 nur. Same, aber ich habe 8 bestellt, weil ich werde von jedem ein bisschen nehmen und den Rest muss Alex essen. Okay, so kann man es auch machen. Also dann ist man safe. By the way, Stan. Ich habe etwas gehört und ich habe... eine Anfrage. Die wäre? Miau, für mich. Oh nein. Miau? Für dich? Oh mein Gott, yes! Also ich weiß nicht genau, Selfie, was du gerne haben möchtest, aber... Nein, das war nice. Das war nice. Okay, ansonsten... Ja, dich ja, das war besser. Oh, so cute. Ja. Ich will dir Spaß. Ich persönlich jetzt mit dem Killen. Finde ich super. Du bist einfach nur gerade richtig... egal. Ah. Tschüss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Okay, ich darf meinen Report nicht verschwenden. Ich passe auf Selfie auf. Ich bin Arzt. Selfie darf nicht sterben. Okay. Sassy. Wintercracker Fufu Action. Ich bleib einfach bei Selfie. Ich bleib einfach bei Selfie. Oh, okay. Ich bleib nicht bei Selfie. Wintercracker. Bitte, bitte, bitte. Wintercracker ist Ingenieur. Oh,
Okay. Odin aka Jesus saß. Hä, wann ist Klaus hochgelaufen? Ach, Klaus war wahrscheinlich vor Selfie. Okay. Wir haben auch nicht mehr viele. Also, die Sache ist, man kann auch Tatar-Twins eigentlich gewinnen. Aber, ja, keine Ahnung. Wir müssen ja nicht so ernst spielen. Warum so ernst? Shen kommt von rechts, wenn hier irgendwo eine Leiche liegt, dann ist es... Selfie, das ist gefährlich! Oh mein Gott. Was passiert hier? Okay, ich mach mit. Schöner Double Kill, Timid, Selfie. Sehr nice. Okay. Ich bin genau dann gegangen zum... Wie heißt das? Da, wo man sich... Eine Karte. Mad Bay, genau. Discord. Ich bin gerade zum Mad Bay und habe am Bildschirmrand Maxi noch umfallen sehen und Selfie und Timid waren da und Maudado war schon tot. Selfie, du bist noch gemutet. Ich glaub, sie weiß schon, dass sie rausgebaut wird. Ich fand das super. Es gab wohl ein Kommunikationsproblem. Ein Kommunikationsproblem. Okay, dafür wurde ich Fufu. Ich wollte auch Fufu. Okay. Nee, dann sollten wir uns vielleicht... Sollten wir uns vielleicht einigen, wenn wir rausvoten, dass wir nicht 2-2 voten? Okay, Timmy. Timmy ist halt Timmy? Immer. Ja, Timmy ist saß. Immer. Er ist auch ganze Zeit Mörder. Ja, ja, aber Timmy ist richtig. Aber gute Verteidigungsstrategie. Ja. Okay, Leute. Hallo? Cringe gibt's nicht. Das gibt ein Timeout. Nee, alles gut. Aber Cringe gibt's nicht, Leute. Sowas wie Cringe existiert gar nicht. Das ist nur ein Konzept, was Leute erfunden haben, dass irgendwie Leute sich schlecht fühlen müssen für allerlei Sachen, die eigentlich nicht schlimm sind. So, 8411. Sorry. Als ob, ich hab's geschafft, einen Code einzugeben. So, ich bin jetzt tot. Jetzt können wir mal reden. Hat's hier irgendwas gegeben? War hier irgendwas, was ich verpasst habe? Ich meine, es ist recht klar, wer der letzte Imposter ist. Aber das war gut. Ich wusste halt, dass man sterben wird, stellt man sich dahin, aber... Hör, wie? Fufu war es doch. Meine Güte, also ich will nur kurz sagen, Odinaka war irgendwo oben und er hat sich sehr verdächtig verhalten. Okay. Ich glaube, ich würde Wintercracker raushauten, weil er eine Reaktorknopf. Nee. Chen hat sich ganz komisch bewegt, als er zum Reaktorknopf gegangen ist. Ich fand Maxi sehr sass. Also, wenn ihr gesehen habt, was Chen für Schlenker gemacht hat, der wollte definitiv nicht zu diesem Knopf hingehen. Ja, also, ich wollte, das war mein Paarungstanz für dich. Ich habe gerade für Chen nicht zu interpretieren. Boah, also ich glaube, es ist Selfie, weil die hat am Anfang ist sie gegen die Wand gelaufen. Da habe ich das vorgemacht und Selfie macht einfach nach. Ganz ehrlich, mit der Kacke, ich dachte, du bist mein kleiner Pogchamp, aber so hast du mein Herz gebrochen. Also, ich bin richtig Kokoro-Brokoro gerade wegen dir. Ich wollte Wintercracker, aus Prinzip. Finde ich gemein. Richtig, aus Prinzip vote ich nicht. Das finde ich auch ein bisschen fies, deswegen haben auch alle für dich gewotet. Ja. Ja. Das ist Antigruppenzwang. Aua. Okay, Timmy, ich glaube, wir hatten so eine kleine Miscommunication bei dem Double Kill. Warum habt ihr es eigentlich reported? Ich hatte nicht mal was gesagt direkt sonst. Nee, Selfie hat reported. Ich war so verwundert, dass Timid auch jemanden umgebracht hat. Ich dachte nicht, dass er jemanden umbringt, weil ich dachte so, oh mein Gott, perfekt, wir sind zu viert irgendwo, so ne? Warte, du hast doch zuerst umgebracht, was ist denn los mit dir? Warum hast du dann auch jemanden umgebracht? Wir hätten ihn doch Das ist gerade richtig Fake News. Wer von euch hat jetzt zuerst den ersten Schritt gewagt?
Ja. Safe oder Timid? Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also ich, ja, ich denke, also das würde mich jetzt auch interessieren, wer den ersten Schritt von euch beiden gemacht. Wir haben gleichzeitig die Entscheidung getroffen, dachte ich. Hm. Aber Timid sagt gerade, ich habe als erstes jemanden umgebracht. Ich habe auf dich gewartet, ja. Und dann wäre meine Frage, Timid, warum hast du es dann gemacht? Weil das ist ja dumm. Das ist gerade wirklich so dumm und dümmer. Also das ist gerade echt ein bisschen dümmer. Also das ist ja richtig schön. Finde ich richtig nice. Aber weißt du was? Das Beste daran ist Selfie. Ich kann das vollkommen verstehen. Ich habe es genauso mit Timid gemacht. Wir haben das von der Tür gemacht. Also, ich habe es gesehen. Ja, richtig. Also Klaus hat es gesehen, hat es reportet und gesagt, die waren es. Die beiden, ne? 100%. Aber die Story, mich als Jesus, erinnert die gerade irgendwie an Adam und Eva und den Apfel. Mama. Geil, geil. Ja, war wild. Also das Timing auch, weißt du, die ganze Zeit war keine da. So 20 voll. Minuten und dann kommt einfach mal Kung Fu vor einfach in den Raum. Ich hab erwartet, dass Maxi da tot ist. Oh, Scientist. Oh nee, das ist nicht gut, oder? Normal. So. Okay, wir haben nochmal die Möglichkeit, die Diagnose laufen zu lassen und ultra klug zu sein. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor Wintercracker. Weil wenn er Imposter ist, wird er mich zuerst einfach umbringen. Er wird mich jetzt. Oh mein Gott. Bitte nicht. Okay, Wintercracker macht das. Ich bin Wintercracker losgeworden. Die Sache ist. Das ist die Sache. Ich darf auch nicht. Ich meine, ich habe die letzte Runde nicht wirklich. Also nicht innovar getryhardet oder so. Heißt, ich bin vielleicht gerade nicht auf dem Radar. Aber da muss man immer aufpassen. So, okay. Nein. Wo? Also, oben beim Reaktor. Fufu war Engineer. Dann ja, weiß ich, wer es ist. Das weiß ich. Okay. Ist er dir zusammen hingelaufen oder ist er hingewendet im Reaktor? Ich bin da hingekommen und ich war instant da, in Anführungsstrichen. Und ja, er war instant, schon da. Das also heißt, als würdest du durch den Vent gehen. Nein, ich bin hingelaufen und habe aber keine Sekunde verloren, aber er war schon da, das heißt, er muss hingewendet sein. Ja, ich habe Fufu wenden sehen ganz am Anfang, also. Und ich bin hingelaufen mit mir? Timid? Ja. Glaube ich, Timid, ja. Ich sag dir sogar den Killer. Oh, wer? Okay. Ja. Also, ich sag kurz, ich bin mit dir hingelaufen, dann bin ich wieder runter, Selfie ist reingelaufen. Und jetzt ist Fufu auf einmal tot. Warte. Ich hab gedacht, das wäre ein Speedrun auf Wo ist denn? Time. Wo ist denn Selfie? Nee. Ich hab noch den Kristall vorher gemacht, bevor ich die Leiche gesehen habe. Fufu ist vom Kristall zu mir gelaufen und ich zum Kristall. Ja, Selfie. Erklär mal. Um die Frage zu beantworten. Ja, ich bin reingelaufen. Ich war noch im, in dem, wie nennt man das, der Rauchraum. Der einen. Die Schleuse. Diese da, esoterischen. Die Schleuse, die Contamination. Ja, die esoterischen Rauchkerzen. Also ich glaube Timid, weil Timid würde das einschleichen, wenn ich mit ihm in einem Raum bin. Na, dann wurde die Leiche entdeckt. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe meine Aufgabe links gemacht, bin wieder runtergelaufen. Und Selfie ist dann halt reingelaufen. Deswegen ist er gestorben. Und ich glaube, dass Timid nicht lügt, weil der, glaube ich, nicht reinstechen würde. Ist Timid an dir vorbeigekommen, Selfie? Ja. Okay. Du bist ja ganz wild. Und du warst du schon im Reaktorraum, Selfie? Hä, nein, ich bin in der... Du bist in der Esoterik-Schleuse. Ich bin in der Esoterik. 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 Eine andere Frage. Hast du Fufu umgebracht und warum? Ja. Wenn, dann würde ich Timid umbringen. Weil er mich zweimal umgebracht hat. Und immer nur, weil du genau da alleine standest. Ach so, hast du gar keinerlei Empathie oder so? Wer ist denn oben gewesen? Also oben beim anderen Code? Oder was macht man bei dieser? Oh. Die Sache ist, never vote Hast du dich selber Leute. Gewotet, Maxi? Ja. Dann wisst das. Verständlich. Okay, wenn das Spiel vorbei ist, dann war es Timid. Wenn es nicht vorbei ist, dann ist alles gut. Ich mache einfach meinen Task. Wir haben jetzt in 20 Sekunden einen Cooldown. Bisschen wieder 9, 4, 1, 4, 1. Eingeben. Ich erledige meine Task. Ich bin nämlich ein Crewmate. Und das ist das Leben. So, ein bisschen Licht anmachen. Klaus, Shani. Oh, Whitels. Okay, 2. Passt. Crackrow, Maxo, Timito. Ah, ein Double Kill und das Spiel ist halt vorbei. Ich habe ein bisschen Angst.
Ich muss halt zurück zum Launchpad, ich muss den Reaktor, das nächste Manipulieren wird auch der Reaktor sein, aber wenn ich da allein bin, ist halt risky. Oh, da geht jemand rein. Wer war das? Wer war da gerade vor mir? War das Maxi? Oder wäre ich crazy in der Esoterik-Schleuse? Esoterik? Esoterik? Oh, ich fühle mich so wohl. Timid. Aber Timid macht ja seinen Task. Oh, das entsasst ihn halt ein bisschen. Außer er hat gesehen, dass die Schleuse sich öffnet und hat sich dann umplatziert. Boah, das wäre halt so klug. Oh, Shenny, ich gehe ganz schnell zu meinem besten Freund. Hä? Wo ist mein bester Freund? Mein bester Freund ist weggewendet. Hä? Wo ist es? Wie? Ah! Ah, Hilfe! Hilfe! Leute, ich hab eine Frage. Mhm. Das sind ja gerade alles so in dem Bereich von den Reactors. Hat irgendjemand Timid rauslaufen sehen? Nee, der ist rausgewendet. Ja. Das ist richtig. Bist du also, war nicht jemand anderes Ingenieur oder ist Timid Ingenieur? Wurde nicht gesagt, dass Fufu Ingenieur war und hochgewendet ist und dann ist er auch hundertprozentig. Also ja. Entweder ist Fufu Imposter und ist aus Versehen gestolpert und gestorben oder er ist Ingenieur. Kann man den Imposter töten? Nee. Okay. Glaube nicht. Also hat niemand Timid irgendwie aus dem Reaktor rauslaufen sehen, weil er stand da, ich habe gedacht, boah, Timid ist so lieb. Der steht da, macht seine Kristalle, dann geht das Licht aus und ich denke, oh nein, das Licht ist aus, schnell. Ich gehe zu meinem besten Freund Timid und dann steht da einfach niemand. Ja, ich war beim Reaktor und habe gesehen, wie du da Kristalle machst, dann wollte ich links meine Aufgabe erledigen, dann geht's Licht aus und ich ultra Panik und dann laufe ich rüber und du stehst da nicht mehr. Ja, ich bin runtergelaufen, als ich das also, ja, aber es sind gerade ultra viele reingelaufen. Hat irgendjemand Ich habe ihn nicht rauskommen sehen und Timid war mit mir am Anfang in Reaktor. Warum hat er da die Kristalle noch nicht gemacht, sondern ist erst rausgegangen und macht die jetzt erst? Ja, die Kristalle sind schon hart. Ja, ja, und vielleicht musst du ja noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich war mit Wintercracker zusammen die ganze Zeit. Das stimmt. Aber das Ding ist, falls es Timid ist, dann hat er Selfie rausbekommen, obwohl sie es nicht war. Oder er hat seinen Premade rausgevotet. In der ersten Runde? Warum soll ich das tun? Das wäre unsere nächste Frage. Ja, aber das vielleicht hat uns vielleicht nach dem Spiel sagen. Das stimmt. Vielleicht hat ihn auch niemand gesehen. Aber ich meine, anscheinend ist ja ein Imposter weg, sonst hätten wir jetzt gerade schon verloren. Double kill, game over. Also muss es ja Selfie eigentlich gewesen sein. Und Timid hat. Oder sie wussten es nicht. War Selfie wieder als erster tot? Nee, ne? Nee, Selfie wurde rausgebotet. Nee, Fufu ist zuerst gestorben, Selfie ist dann rausgebotet und wir haben gar keinen Kill. Also wir haben jetzt einfach nur ein Meeting. Also es ist gerade ein bisschen weird, dass niemand. Wir haben keinen Kill. Ja, ich habe halt Timid diesen Reaktor nicht verlassen sehen. Und niemand hat ihn verlassen. Ich auch nicht. Und ich bin von unten gekommen, weil meine letzte Aufgabe im Reaktor war. Ich muss sagen, ich habe Timid gar nicht gesehen, diese Runde. Deswegen, ja. Wieder im Vent, typisch. Ja, ich bin im Vent. Da ist er aufgewachsen. Hä, das war wild. Maxi, hättest du mal geskippt. Sorry. Ich schaff das schon, Timid. Ja, du machst das schon. Warum hast du Selfie rausgevotet? Wie soll ich denn wissen, dass keiner Selfie votet? Ich dachte, wir voten alle Selfie und dann waren da nur zwei Votes drauf von euch. Nee, es waren drei Votes. Achso, wenn du dein? Ja. Timid, also das ist... Ey, wir haben gesagt, Selfie hat getötet. Richtiger Anti-Mate einfach. Das ist dein Problem, nicht unseres. Richtiger Anti-Mate. Selfie kann verstehen, dass ich nicht mehr imputen möchte. Ich verstehe immer noch nicht. Warum hast du jetzt gegen Selfie gewettert? Hat Timid ultra Selfie verkauft? Ja, natürlich. Und dann wendest du einfach aus dem Reaktor raus? Ja, ich hab noch gar nicht gesehen. I'm sorry, ich will nur kurz sagen, ich kann irgendwie nicht lügen. Ich gebe mein Bestes. Selfie, das ist auch extrem schwierig auf dieser Map. Aber wir hatten den ersten getötet. Die Map ist echt scheiße. Selfie hatte mich getötet. So, wollen wir eine andere Map? Okay. Und dann hast du einfach dein Imposter-Mate instant verkauft. Ich will dir ja nichts sagen, Modado. Wie, was hab ich denn gemacht? Ich hab nicht, gesagt... Nicht du, sein Mate hat dich verkauft. Oh! Ja, Timid! Hast du das gemerkt? Ja, perfekt. Ey, ich verstehe dich nicht. Damit geht alles schief, na. Ich kann aber nur noch 20 Minuten, also um 20 Uhr. Ja, dann machen wir noch zwei Runden und dann. Zombie, ja klar. Warte, hat Zombie sich schon beschwert? Also, ich meinte halt zu ihm, dass wir auch später kommen, um 30. Ja, komm, machen wir noch zwei Runden auf dieser Map hier und dann ist Ende.
Jetzt weiß ich, was immer macht, wenn ihr zu spät für Aufnahmen kommt. Ich erkläre es mal ganz kurz bei Zombie. Zombie ist mein Stream, der weiß Bescheid. Ah, okay. Wie das letzte Mal, als du im Stream geantwortet hast. Bin ich das Zombie auch auf Ja, hier. Stimmt. Stimmt, der weiß halt so gut Bescheid. Ich muss mich unschuldiger kleiden. Ja. Wartet kurz, helles Ist das jetzt Pink? Wieder Victim-Blaming? Nur gegenüber dir selbst? Okay. Warte, ich helles muss kurz Pink gucken, ob ich Herzchen? Was im Kühlschrank habe, weil mein Nachbar will vielleicht was Nackig. Haben. Was? Dann, okay, perfekt. Jetzt, wenn du jetzt Imposter bist du dran, weil alle dir hinterherlaufen. Schau mal, I don't know what I'm doing. Vielleicht sollten wir auch die letzten zwei Runden vielleicht mit Shapeshifter, damit, ich habe das Gefühl, Imposter. Ja, Imposter noch keinmal gewonnen, ne? Nee, nur einmal, wo Luna, in der ersten Runde, okay. Wo Max rausgebotet wurde, obwohl er unschuldig war. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also, wenn ich hätte nicht gesehen, dass ich rausgebotet wäre. Das Problem ist, die Imposter war bestimmt immer aus Timid Plus. Also wirklich, Timid Plus. True. Ich war einmal Imposter und da ist Selfie nicht reingekommen in die Runde. War ganz cool. Danke, Selfie. So, wir können starten. Warte, ich muss kurz Josef schreiben. Ja. Yes. Oh, wait, können wir vielleicht... Oh. Was? Ich bin pink und vertrauenswürdig. Shapeshifter aber. Hast mich überzeugt. Viel Spaß. Wieder Imposter. Das Spiel ist scheiße! Er ist Imposter, Leute. Oh, da, du bist nicht gemutet. Oh, sorry. Okay, Leute. Ich hab nicht aufgepasst, wer alle Schlüssel macht. Shit. Ich hab grad Osaft noch geschrieben. Osaft ist krank und hat Erkältungssymptome und möchte deswegen. Bring ich dem gleich Essen rüber. So, Wintergrey hat mich beobachtet. Oh, schicke Farbe, Selfie. Oh mein Gott. Denkt ihr, Selfie bringt mich wieder um? Okay, Selfie macht denselben Task wie ich. Ah, ich kann sie fragen, was sie gesucht hat. Ich kann sie fragen, was sie gesucht hat und daraus ableiten. So, okay, sorry Leute, ich muss gerade noch chatten. Oh, Selfie! Selfie ist ultra vertrauenswürdig. Was geht denn hier ab? Ah, das letzte Mal habe ich ihr auch vertraut und hat sie mich weggesteppt. Aber ich habe auch gleich all meine Tasks erledigt. Ich muss nur downloaden, uploaden und hier noch einmal sortieren und dann habe ich es, oder? Gute Besserung an Osoft. Yes, yes, gute Besserung. Haha. Und hier einmal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. So. Okay. Ich habe einen Körper gefunden und der war links. Okay, ups. Okay. Wow. Also ich hab Urinal gefunden, der war links neben dieses Admin-Table-Dings, wenn man rauskommt, links oder daneben. Wisst ihr, wie ich meine? So draußen links. Okay. Also diese, wo man sehen kann, wo die Leute sind. Es waren wo vier Stück. Das ist der Admin-Table. Also du müsstest der Admin-Table okay, hör zu. Also Tim, ich hab ein paar Infos noch. Ja. Wann ist Tim? Wo ist Tim? Also ich weiß auf jeden Fall, dass Tim schon länger tot ist, weil ich war bei Vitals mit Fufu zusammen. Maxi war unten bei Admin-Table, Fufu auch. Dann sind Fufu Winter und Vitals Maxi sind gegangen. 100%ig safe, weil ich bin diese Vital gedönst. Ich weiß, dass wir... Er war tot, als wir runtergegangen sind schon. Ja, genau. Und dann sind Fufu und ich ausgeschwärmt, um Timmits Leiche zu suchen. Und dann... Wo lagen die Leichen nochmal, Maxi? Odinaka lag über Weapons, so rechts ein bisschen daneben. Okay. Also hört zu. Wir müssen die Runde voten, weil es uns vorbei, wenn Double Kill passiert. Ja. Ich bin ganze Zeit mit Selfie zusammen gewesen. Yes. Ich kann garantieren, wir waren oben rechts. Ja, also garantieren, könnte beide Killer sein. Hör doch zu, Maxi. Ja. Okay. Wir haben durch ein Teleskop geguckt. Selfie, was hast du gesucht?
Also folgendes, ich kann sagen, Maudado hat rechts oben diesen Scan gemacht und da ist wirklich dieser grüne Scan so wiu-wiu durchgeflogen. Das heißt, er hat die Aufgabe gemacht. denke okay. ich mal. Haben wir anscheinend Visual Task nicht. Haben wir Visual Task? Wusste ich nicht, anscheinend ist es an. Okay. Anscheinend ist es an. Also zumindest war das dieses wiu-wiu und ja, also wir beide sind raus. Genau. Heißt, Maxi hat reported, heißt Cracker Fufu Shen. Es sind zwei von euch. Ich fass am meisten Shen, weil Cracker war ja bei mir. Wir sind zusammen runtergelaufen. Da ist dann schon Timid gestorben. Also Fufu kann Timid auf keinen Fall gemacht haben. Ja, Maxi und Cracker können auch Timid hundertprozentig nicht gekillt haben. Ja, Cracker Fufu, die Sache ist, einer von euch ist halt Imposter. Nehmen wir an, Shen ist Imposter, einer von euch ist halt auch. Nehmen wir an, ihr wart beide. Ihr könnt beide oder sagen, oder Max, oder Maxi ist. Oder Maxi ja, aber warum soll das selbst kommen? Das ist nicht meine Art. Das hat zu lange gedauert. Da kommst du ja nicht mit einem Wendel oder so rein. Ich sag das schon. Ich bin Engineer und. Wait a moment. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen jemanden bauen. Ich sag Chen. Oh. Ich sag, es ist ein Safe-Report von Maxi. Ja, dann haben wir halt jetzt verloren. Manchmal gewinnt man halt. Nein, wir haben nicht verloren. Oder? Das werden wir eh erst sehen, wenn jemand stirbt. Na, no, okay. Was macht ein Imposter auf dieser Map in dieser Situation? Aktiviert er Licht? Ich glaube, Licht ist hier das Heavyste. Heißt, wir rushen mal kurz Licht. Und gucken, ob Licht manipuliert wird. Obwohl, nee, eigentlich die Seismic-Dinger. Aber wenn Licht manipuliert wird, wäre perfekt. Und laufen wir zurück. Oh, ist ein Fufu Maxi, oder? Wir müssen halt den Knopf drücken, um sicher zu gehen und jemanden noch einen anderen rauszubauen von denen. Okay, es passiert kein Mord. Kann ich den Knopf drücken, ist die Frage? Exzellente Arbeit, mega, Fufu. Exzellente Arbeit. Ich bin mega krass auf Maxi, der ist mir ganz weit hinterhergerannt. Fufu, du hast mich eben gerade beschützt. Ich wollte den Schutz bei dir suchen. Alleine rumlaufen macht so dumm hier in dem Moment. Das ist doch das einzig Logische, dass ich jetzt bei dir bleibe, weil du mich diesmal nicht beschuldigst. Sonst machst du es immer. Ich weiß. Ich sag trotzdem nur, ich habe Angst vor dir. Ich hab nichts gemacht, so. Ich hätte die locker killen können links. Also Maxi ist es? Nein. Es ist Cracker oder Fufu. Ich glaube, dass Max den Self-Report gemacht hätte. Okay, Fufu, ja, bist du also gut? Ich hab Chen rausgebracht, ist die Frage. Wenn ja, aber es wird halt instant auf Cooldown geklickt, also... Ja, das war ich, ja. Ja, ich weiß. Aber du bist geliebt. Fufu, du bist unberechenbar, ist die Sache. Ich weiß nie, was du denkst. Du kannst halt immer alles sagen. Ich bin gewendet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich hab sehr viel bei Wenden zu gesehen gerade. Das heißt, Chen war kein Ingenieur. Korrekt. Ben war definitiv nicht der Ingenieur, nee. Dann hab ich also doch jemanden rausgeholt. Ich bin mir auch 100% sicher, dass Chen Imposter war, weil es kann nicht sein, weil Fufu kann den ersten Kill nicht gemacht haben. Ja, da muss halt Fufu oder Winter Grey. Oh, das ist halt einfach, ne? Nee. Dann müsste es ja nach der Logik Winter sein, wenn du so sicher bist. Ja, oder halt du. Ja, oder halt. Die Frage ist, wann hat Winter Odinaka gekillt? Ja, als sie ausgeschwärmt seid. Ich habe gerade Maxi hat gerade versucht, mich zu beschuldigen. So. Ja, Maxi ist verwirrt, hör nicht auf dich. Out of nowhere? Ich bin verwirrt. Hey, das merkt man doch. Merkt man doch, dass ich verwirrt bin. Die Sache ist, die Leiche lag ja da schon richtig früh. Ihr habt ja richtig die Whitals gesehen, dann habt ihr gesucht und dann wurde richtig spät. Ja, aber das war Timid. Odinaka, ja. Darum ging's nicht. Der hätte gekillt und sofort reported werden können. Den haben wir Timmets nicht gesehen. Timids Leiche wurde... Nee, warte. Es wurde Odinaka gefunden. Timmets Leiche haben wir auf den Vitals gesehen halt. Also genau. Odinaka war da noch gar nicht tot. Der wurde halt wirklich getötet und ein paar Sekunden später reported. Ja. Deswegen. Das also könnte Cracker, Maxi, ich, jeder gefühlt gewesen sein. Ja, Fufu, ich vertraue dir. Du hast das geschafft. Wenn du Imposter bist, dann ich vertraue dir jetzt. Ich weiß nicht, ich vertraue dir auch. Also ich glaube, für mich ist es Maxi oder Cracker, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Self-Report. Oh mein Gott, wie so! Cracker, wieso hautest du mich? Also Cracker oder Fufu, okay. Ja, das merke ich mir. Es war so knapp, bitte. Ich will nicht sterben. Ich habe mein Leben endlich mal richtig gelebt. Okay, ich habe eigentlich genügend Zeit, um meinen Task zu beenden, bis man umgebracht werden kann. Außer die Tür wird hier geschlossen, aber wer ist so verrückt? Wer ist so verrückt und schließt jetzt hier die Türe und sperrt mich ein und sticht mich dann ab? Keiner. Vor allem, es wird auch nicht manipuliert, was komisch ist. Warum wurde gerade eben nichts manipuliert? Jetzt wurde manipuliert.
Ja, Fufu, ich vertraue dir mal. Du gehst nach links, ich gehe nach rechts. Und jemand... Oh, jetzt wird halt unten jemand umgebracht. Wenn es nicht aktiviert wird, dann ist es halt Fufu. Okay, jetzt muss jemand den Knopf drücken. Ich laufe mal rechts rum, weil links standen alle. Und da sehe ich mich dann weniger. Ist hier eine Leiche? Nee. Leute, mich macht die Situation fertig. Wir müssen jetzt jemanden boten. Oh, Maxi ist tot. Okay, hat sich erledigt. Hallo, Maxi. Tschüss, Maxi. Die hat Fufu Maxi. Fufu hat nicht Maxi umgebracht. Doch, wir sind gerade im Stack rumgelaufen. Und also, da ist halt Fufu im Stack. Es standen immer Leute um mich herum, als ich gewendet war so gut. Bin. Das war genau die Millisekunde. Aber Cracker hat ihn hinter mir umgebracht. Selfie. Ja, ja. Was hast du gesehen? Es war Fu. Ich bin einfach runter von diesem Raum, wo wir gespawnt sind. Hast du den Mord gerade nicht gesehen? Nee, ich bin gewendet ins Loch rein und wieder raus. Und dann standen da drei Leute, die mir zugesehen haben. Also ich habe Chen rausgevotet. Ja, die ich Sache ist halt, Fufu hat auch gerade das Erdbeben-Ding deaktiviert. Warum hätte er das machen sollen, wenn er nicht, wenn er also Imposter ist? Da waren wir alle drei im Order. Aber warum kann ich alle wenden? Drei? Ja, wir waren, Cracker, Max und ich waren zusammen. Und ich sag nur, ich habe Chen rausgeholt, er ist anscheinend Imposter. Ja. Das stimmt, Fufu hat halt echt auf Chen geshootet. Und Fufu ist kein Timid. Also Fufu, die Sache ist halt, Fufu ist komplett unberechenbar. Das ist halt die Sache, das ist so schwer. Ich wollte Fufu, ich habe ein Gefühl bei Fufu. Nein, das ist falsch. Obwohl, Selfie. Also es ist Cracker auf jeden Fall. Ja, es ist halt, Fufu hat halt Chen rausgevotet. Ich hab schon gevotet. Aber ich fand den Kill trotzdem mega gut mit dem Report. Ja, ist er. Ja, Maudado, was machst du hier? Was war das denn für eine Aussage, Fufu? Ich fand den Kill super gut. Der sah gut aus. Fufu, eigentlich ein bisschen, ne? Hätte Cracker nicht irgendwie sofort geschossen, hätte ich wahrscheinlich nichts gesagt. Okay, wir verlängern das. Das ist Wintercracker-Selfie. Hör mir zu, es ist Wintercracker. Hast du einen Knopf? Drück den Knopf, wenn du kannst. Okay. Selfie. Es wird halt Seismic eh aktiviert. Okay, ich warte hier. Ja, ich gehe nach oben und repariere es mit Fufu. In der Zwischenzeit wird Selfie getötet und haben wir 20 Sekunden Zeit. Okay. Hallo, ich habe den Knopf gedrückt. Hallo. Exzellente Arbeit. Dankeschön, ich gebe mein Bestes für das Team und die Community. Selfie, du hast so viel Ehre. Ich habe jetzt immer nur die Frage, warum kann ich wenden? Ich verstehe nicht. Du bist Ingenieur, das ist eine neue Rolle. Jetzt wollen wir Wintercracker. Aber warum soll ich denn Selfie? Aber warum soll ich wenden? Einfach, weil du halt schnell, kommst halt schneller über die Map. Ja. Okay. Macht halt Spaß. Oder du kannst da drin einfach warten bis, und vielleicht siehst du einen Kill. Oh, das ist smart. Wow, okay, dann weiß ich das jetzt. Okay, let's go. Wer ist es? Wintercracker! Es ist Wintercracker. Bitte, Fufu. Bitte, Wort für Wintercracker. Fufu. Also Fufu, ja. Hey Steffi, warum glaubst du mir eigentlich nicht? Was ist denn hier los? Sieh! Oh Gott. Ich kann nicht mehr, ich muss pinkeln. Oh, same. Obwohl, wir wollten noch oh mein Gott, wir sind Pinkelschwestern. Das war die erste. Oh, ich habe nur noch 8 Minuten. Schaffen wir das? Ja, wir haben nur 8 Minuten. Was ist denn in 8 Minuten? Okay, wir starten einfach und ich gehe währenddessen auf Klo. Okay. Ja, same. Killt Maudado. Okay, let's go, Pinkelschwestern. Okay, ich gehe auch pinkeln. Hey, Maudado und Selfie sind zusammen im Pasta-Duo.
Hallo! Oder kommt gerade vom Klo wieder. Als ob Selfie und ich noch leben. Die Sache ist, sie kann halt Imposter sein. Sie kann sowas von Imposter sein. Wir campen das ab, wir campen das ab. So, wie viele Leute gucken hier eigentlich gerade zu? Ich hab's ja gar nicht angekündigt, das würde mich gerade mal ultra interessieren irgendwie. Du. Ba, 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 ba. Alter, oh, okay, ich mach wieder aus. Die Zahl schüchtert mich ein. So, warte, ich muss wieder Discord anzeigen und das hier. So, ich würde mal sagen, Fufu und ich sind recht safe, oder? Selfie ist halt noch AFK. Himmel, hast du den Köpfen gesehen? Ja, natürlich. Okay, ich wollte. Wintercracker ist tot. Ja, das ist richtig. Okay. Also, ich kann sagen, Timmit war es nicht. Timmit und ich waren die ganze Zeit im Security-Raum. Ja, ich kann halt ja, okay, sagen, und Selfie. Wo war die? Waren die Leute? Und, by the way, ich weiß nicht, ob das smart ist, ob man das sagen sollte oder nicht. Ich bin Ingenieur. Zum ersten Mal. Jo, wo waren die Leute? Oh, cool, Maxi. Ist das gut, wenn ich sage? Nee, wo waren die Leute? Also willst du damit sagen, du kannst wenden? Ja. Also ich kann auch sagen, cool. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Klaus auch raus ist, der hat von mir den Hide-Scan gemacht. Weil die Visual Tasks sind echt offen. Also man kann sie sehen. Okay. Also die Leiche war wo? Das sollte man ausmachen. Ja, das ist Lifeline-Dings da, glaube ich, heißt das. Lifeline, oder? Ja. Lifeline, okay. Heißt einfach beim Knopf in der Nähe. Selfie, ja, also, Selfie kann diesen Kill nicht gemacht haben, weil sie war bis gerade. Ich bin da, ich habe immer noch keine Donuts. Ich war auch ganze Zeit mit Selfie am Spawn, ich bin da nicht weggegangen und Fufu war nach einer Weile auch da, aber ich weiß nicht, bei Lifelines. Ich war auch nur AFK, oder? Du warst auch AFK. Okay, okay. Also heißt, ich war nicht AFK, aber ich bin da gestanden. Ich habe gehofft, dass jemand das Among Us Moment. Das ist mega sass, dass das heißt, das so lange nichts gekillt wurde. Ich meine, das wurde richtig lange nichts gekillt. Ach, das heißt nur Paluten geht immer auf den Kill, könnte keiner von uns drei gemacht haben. Okay, wait, also Maudada und ich sind Pinkelschwestern. Ja, genau, wir sind Pinkelschwestern und können es nicht gewesen sein. Ich hab nur Maxi auf euch aufgepasst. Nee, Maxi ist Ingenieur, er kann es auch nicht sein, er kann wenden. Ja. Oh, geil. Also Timmit, Fufu, Also sind es nur noch wir vier. Und Fufu war auch die ganze Zeit AFK. Heißt, guck mal, siehst du diese vier Leute oben rechts? Alle safe. Timmit hat es ja reported. Warum sollte ein Imposter was reporten? Ah, kann das kann schon sein. Aber das kann schon sein. Es gibt. Aber was ist? Moment. Das heißt, es sind Chen und Klaus. Ja, oh mein Gott, wir haben. Wait, what? Wir haben. Ich habe noch eine finale Frage. Ja? Lösung. Okay. Mathematik. Udinaka. Yes. Udinaka. Miau einmal. Du hast Maul, aber das ergibt gar keinen Sinn. Bei okay, ich denke, Odinaka sollte gevotet werden. Außerdem, jeder kann gevotet werden. Ja. Trauer auf Seffys Bauchgefühl heute. Same. Also, wir voten mich jetzt auf Seven. Ja. Also, bevor ich rausfliege, will ich noch fix sagen, dass auch Timmit selbst reporten könnte mit Fufu. Nee, sowas macht man maybe nicht. Das ist richtig, ja. Das bin ich. Okay. Okay. Ja, und jetzt als nächstes Shen. Na, ich bleib einfach bei Selfie, weißt du. Wir müssen die Runde, ja, das ist die letzte Runde, wir müssen die ja nicht rushen. Ein bisschen Spice. Da sind zwei nicht gemutet. Springen, Fufu! Springen! Zack. Das Fufu hinterm Stein. Oh mein Gott. Wie ein Imposter versteckt er sich. Ich hab das vermisst mit den Türen. Ah, das ist so ein Shen-Ding, glaube ich. Türen sind ein Shen-Ding. Immer wenn Shen tot ist. Nee, Shen lebt ja noch. Ah, ich mache einfach die zweite Webernote. Da unten ist Selfie. Nicht gar nicht die. Welche muss ich hier machen? Ach, die da oben drin? Junge, wer macht denn die ganzen Türen zu? Wen haben wir denn in-game, der sowas macht? Boah, eigentlich wollte ich noch ein bisschen chillen, aber diese Türenaktion. Oh! Ja.
Also ich bin verwirrt. Ich hatte meinen Spaß am Band. Also ich bin jetzt auch mega verwirrt gerade. Warum? Aber okay. Warte. Warum seid ihr verwirrt? Es ist Selfie, es kommt gestorben. Ich habe den Knopf gedrückt, weil mich die Türen genervt haben und ich deswegen jemand rausboten wollte. Okay. Eine Frage. Odinaka, ist Odinaka Klaus? Ja. 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 Okay. Ja. Der war safe, glaube ich. Ja, ja, deswegen bin ich mega verwirrt. Warum haben wir Klaus rausgeboten? Ja, weil das war. Wenn er so gescannt. Safe hat gesagt, er war. Da war ja was. Was? Er hat sich gescannt. Er hat sich gescannt. Warum hat das niemand gesagt? Ich hab so die Anfang gesagt. Deswegen war ich so, wieso hört mir keiner zu? Du hast es nicht nochmal gesagt. Ich hab's zweimal gesagt, aber Mordale war so krass, da war Tim und jeder hat draufgehauen. Da war ich so, okay. Und als sie dann gesagt hat, dass Tim mit nicht self-reporten kann, war ich mega verwirrt, weil für mich war Tim. Ja, ich hab getrollt, ich hab halt einfach was gesagt. Wow. Ach so, weil ich meinte das ernst, er hat mich vor mich gescannt, deswegen war ich so, wieso votet ihr gerade Klaus raus? Also ich bin 100% safe. Also Tim hat den ersten Key nicht gemacht, den zweiten Key war aber kurz weg. Also für mich waren halt persönlich Timmit und Maxi am sassesten. Ja, weil vielleicht ist es trotzdem Shen. Weil wenn es Klaus nicht war, dann kann es ja nur Shen gewesen sein. Ja eben, darf ich fragen, das muss Shen sein. Wenn Timmit und Maxi zusammen waren und wir zwei waren zusammen und nur ein Kill ist passiert und wir haben noch nicht verloren. Ja, aber vielleicht hat einfach jemand vergessen, ich habe ja den Knopf rechtzeitig gedrückt. Vielleicht hat einfach richtig, das kann auch sein. Genau, deswegen, vielleicht ist es ja dann trotzdem, wenn Klaus der Kill nicht war, war es ja vielleicht echt Shen. Also ich glaube nicht, das wirklich nicht, weil zuletzt hatte ich dann Timmit, Shen, Maxi Shen, ich glaub, und Shen. Maudado, bitte. Ich habe dich gerade gewotet, aber ich würde den Vote gern ändern auf Shen. Ja, ich glaube auch denn? Shen. Weil zuletzt hatte ich dann halt... Oh Mann, nein, das macht ja keinen Spaß mit dem Maudado. Ich bin's nicht. Shen. Maudado war safe den Kill. Er war 100%ig safe den Kill. Ja, ich, keine Ahnung. Also, ich hab Shen gewotet. Ich glaube, Shen war alleine. Ich weiß wirklich nicht. Oh mein Gott. Shen hat Timmit gewotet, damit er nicht rausfliegt. Okay. Ich geh einfach im Band und weg. Tschüss, Leute. Spaß. Okay, Maxi ist es. Maxi, oh, jemand muss den Knopf drücken. Dankeschön. Gut gemacht, Fufu. Hab ihn gedrückt. Ich versteck mich einfach im Band die ganze Zeit. Ich für mich macht immer noch Shen irgendwie am meisten Sinn. Ich glaube, Maxi und Timmit waren zusammen. Fufu hat den Kopf gedrückt, zusammen Maxi irgendwie. War im Band. Ja. Außer jemand hat einen Doppelkill verkackt, aber das hätte, glaube ich. Aber ihr müsst überlegen. Aber vom Timing kannst du passen. Guck mal. Odinaka war es nicht. Ja. Wenn wir jetzt Shen voten. Ja. Außer Timmit. Geht wieder so, oh, ich bin Maxis Teammate und ich will ihn nicht rausholen. Nur damit ihr nochmal versteht, der erste Vote war Ausschlussverfahren, weil jeder hatte ein gutes Alibi, außer Klaus und Shen. Und wenn es Klaus wirklich nicht war, dann muss es ja der erste Kill Shen gewesen aber sein. Aber darf ich eine Frage stellen? Ja, das gibt aber keinen Sinn. Warum? Ja, was denn, Maxi? Warte, lass uns einen aussprechen. Ganz kurz, bam. Du warst beim zweiten Kill, warst du kurz vor mir weggelaufen. Du bist ganz kurz weg gewesen, ich hab dich gesucht, du warst weg. Zweiten dann ist jemand gestorben. Ja, das ist, glaube ich, Healthy ist gestorben. Es gab immer nur und dann war es auf einmal wieder da. Naja, oder es ist halt Maxi. Maxi tötet vor Timmit. Timmit sagt, oh, okay, jetzt gehöre ich wieder zu dir, damit er auch mal gewinnt. Entschuldigung, ich will auch eine Frage stellen. Nein, du bist tot, Heffi. Auch Tote haben Fragen. Wer ist Klaus? Odinaka, Jesus, Odin, Klausi, Mausi. Okay. Wie du magst. Klausi, Mausi. Ich bin vertrauenswürdige Person und vote jetzt Shen. Du kriegst meine Hand. Können wir einfach. Aber die Sache ist die, ich kann wirklich niemanden gekillt. Also ich war wirklich nicht. Weil jetzt war ich mit Odinaka und danach war ich dann nach oben in Dropship und war Maudado und war dann noch der AFK. Fufu, lass doch einfach. Das gibt's mal alle. Selfie, Fufu. Ich kann es nicht gewesen sein. Maudado, Selfie und ich waren AFK am Anfang. Ich hatte die beschützt, deswegen. Ich hab mal Shen nochmal. Ich sag Shen. Ich bin's nicht. Ich sag Shen oder Maxi. Ich sag Shen oder Maxi. Ich glaub halt, es leben noch zwei Imposter. Heißt, es sind Shen und Timmit. Nein, glaub ich nicht. Nein.
Also ich war es auf jeden Fall nicht. Aber wir haben nur eine Person rausgevotet, dann ist Klaus hier doch Imposter gewesen. Ich glaube wirklich, ist einer von euch, von Timmit und Max, und einer von den AFK-Lern, weil nur einer gestorben ist. Wirklich. Ja, aber es müssen gerade noch zwei Imposter leben, außer Klaus war Imposter, weil wir haben nur eine Person rausgevotet. Ja. Ich bin kein Engineer, das kann auch sein. Oh. Ja, kann auch sein. Ich stell dir mal vor, und Maxi sind so vertrauenswürdig. Deswegen sind sie wahrscheinlich... Stell dir mal vor, Timmit, ich würde sowas vortäuschen, wenn ich Imposter bin. Ja, moin. Ja, imagine. Nee, das würde ich nicht umgehen. Naja, also was doch, Klaus. Mordano, warum glaubst du denn Chen? Chen hat doch... Der Einzige, der gesagt hat, dass Klaus sich gescannt hat, war doch Chen und das war der andere Imposter. Ja, aber ich habe ihn doch jetzt trotzdem rausgebaut. Also er war ja trotzdem... Er hat ihn nicht trotzdem rausgebaut, Wintercracker. Also alles gut, die haben ja richtig geraten. Was heißt geraten? Wir haben das ermittelt. Du hast mich gar nicht nach meinem Alibi gefragt. Du hast das nicht nach einem Alibi gefragt. Das ist einfach nur. Ja, das war ja Ausschlussverfahren. Es waren halt nur ihr zwei. Naja, Max und Timmit waren auch nur zu zweit. Ja, aber Maxi kann halt wenden. So. Ja, auf den Poster. Ja, aber auch, Junge. Die Poster können auch wenden. Soll ich nächstes Mal sagen, oh, ich bin doch? Ja, ist eigentlich ein Game, ist doch egal. Oh Gott, ich muss dringend weg. Auf okay, okay. Tschüssi. Was ist lustig? Bye. Ich muss dringend weg. Oh, bye-bye. Bye-bye. Die letzte Runde war wirklich lustig. Schade, dass ich da nicht Crewmate war. Das hätte ich gerne mal erlebt. Ich hab's echt probiert. Ja, es war gut. Wie kannst du so gut lügen? Ja, das hat mich echt schockiert. Deswegen habe ich... Oh. Ich hab echt nicht gut gelogen, meiner Meinung nach. Ich war so schockt. Doch, das wirklich? Mit dem Scan, ich hab dir das geglaubt. Ja, aber das hat ihm zum Schluss, hat ihn das eigentlich auffliegen lassen müssen. Ja, auch als Chen so meinte, so, ja, das war voll das falsche Timing. So, wisst ihr, was das Lustigste war? Ich hab random Argumente eingeworfen. Das Lustige war, ich war's wirklich nicht. Klaus hat ihn umgebracht. Ja, aber das wäre, was du ja so sass, weil du dann Klaus noch weiter verteidigt hast. Weil dann wären ja nur noch ein Imposter im Leben gewesen. Das war auch mein Genickbruch, aber das ist vollkommen okay. Ich wollte es probieren. Ich muss auch eben probieren zu lügen, weil das ist ja komplett. Hier eine neue Runde mit Gaze Leuten. Light, Gatekeep, Girlpuss. Aber Monade, man muss es halt probieren. Man muss es halt probieren. Man muss es halt probieren. Es hat ja nicht geklappt. Ich bin so lustig. Monade labert Bullshit und macht. Nein, er labert nicht Bullshit, ne? Labert was? Alles ist so, okay, Punkt, drücken wir mal. Ich so, wow. Und dann fragen Leute, wie, du hast das gesagt? Ah, nö, ich hab gerade direkt in den ersten Satz gejobbt. Ich glaube, der hat gescannt. Ah ja, nee, haben wir nicht gehört. Alles gut. Okay, cool. Alles ja, fairerweise, also fairerweise hat mich Selfie ja rausgevotet. Ich musste miauen, aber ich bin halt eher der Hundetyp. Okay, warte. Du bist Klaus, ne? Ja, lass mich nehmen, wenn du möchtest. Okay, Slave, bell für mich. Alter, wo bin ich hier gelandet? Ja, Klaus, mach. Do it. Ja, Klaus, mach. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir was unangenehm ist. Okay. Aber du hast gesagt, du bist eher der Hundetyp, also bell für mich. Safe, ich glaube, du musst das Wort Sklave wegtun und was anderes Schöneres dahin tun. Nee, es ist jetzt eh schon gefallen. Klaus, bist du doch nicht der Hundetyp, Klaus? Ja. Also, bist du ein Hundetyp? Ja, yeah, also ich bin eher der Hundetyp, yes. Dann kannst du bellen, oder? Nee, also er ist... Ja, ich bin kein Furry, oder wie man das nennt. Nein, darum geht's gar nicht. Nein, du bist Klaus, kein aber weißt du, Klaus, ich spüre da gerade so eine gewisse Unsicherheit. Die ist ganz süß. Ja, okay. Die kam... Die spürst du richtig. Weißt die du, das Ding ist? Zugegeben. Je unsicherer mein Gesprächspartner wird, desto tiefer wird auch meine Stimme. Bell für mich. Sass. Also, Selfie. Diese Tweeten gerade, Alter. Wait, wir wollen hier werbefreundlich bleiben, ne? Ja, das ist der einzige Grund, warum ich jetzt nicht belle, ne? Ist Bell nicht werbefreundlich? Eigentlich schon. Also wirklich. Ich schick dir eine Voicemail später. Nice. Mordado, Fufu? Ja. Ja. Kommen wir rüber? Selfie, streamst du noch weiter? Ja? Wieso? Was macht ihr? Was macht ihr? Wir müssen jetzt mit Zombie. Wir müssen halt mit Zombie Minecraft spielen. Puh. Ja, mein Beileid. Oh. Okay, wow. Leute. Du redest über meinen Zombie, Bro. Nein, ich freue mich ultra, dass wir mit Zombie Minecraft spielen. Wir müssen leider mit Zombie Minecraft. Ich denke, ich könnte nicht mal fragen, ob ich mitspielen kann, weil ich kenne mich im Multiplayer nicht aus oder generell auch im Singleplayer. Ich glaube, Maxi will das aufnehmen für sich. Ich weiß nicht. Oh. Ob wir das streamen können. Ich deswegen beende ich jetzt mal. Wie? Stream. Warum könnt ihr das nicht streamen? Hey, das ist ein Video. Echt mal. Wenn die das schon alle bei dir gesehen haben, klickt ja keiner mehr bei Max. Eben. Aber ich dachte, das ist ja eben auch ein Video.
Ja, aber das ist ja Among Us. Das ist ja was anderes. Das ist nicht Minecraft. Echt mal. Minecraft ist viel cooler. Ja, und die Leute sind halt gespannt auf diese Folge. Ja! Okay. Mann, alles cool. Also, alles Fetty, cool. Ja? Ich kann ja nur dazu sagen. And who can say where the road goes, oh, where the day flows, only two. Oh, Shen, oh my god. Ich meinte, ups, denied. Hä? Die wollten nicht mit ihm bleiben. Was ist ein Cockblock? Das verstehe ich nicht, sorry. Man, ein Cockblock? Nein, ich hab nicht Cockblock gesagt, ich hab nur, Was ist ein Cock? Ist das ein Cock? Was ist ein Cock? Hallo, okay, ich verabschiede mich von Cocktail. Kann man. Okay, Leute, das war's mit dem Stream. Ich schicke euch rüber zu Selfie. Ja. Danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Subs. Bei Among Us kann ich nicht auf den Chat eingehen, weil der mich sonst spoilert. Ich habe nur zwischendrin gesehen, dass Zombie was geschrieben hat. Ab und zu habe ich rübergeschielt. Aber ich wurde nie. Ich habe zum Glück nie einen Spoiler bekommen. Aber das war wieder lustig. Warte, ich mach mal. Warte. Ich kann euch noch was zeigen. Ich habe hier gerade diesen Filter drauf. Ich habe ganz viel. Ich habe die gestern durchgeschaut. Ich habe gedacht, das wäre ganz cool für Among Us, weil wir funken ja quasi hin und her. Und wir machen das mal aus. Was waren hier noch? Guck mal. Regenbogen. Oder Plasma. Das ist krank. Was auch immer das ist. Das ist auch gerade falsch eingestellt. Zoom, Rainbow, Cell Shade. Ja, der Hintergrund ist gerade schwarz. Warte, wir gehen da. Oh, hallo. Das kann man alles einstellen. Ist eigentlich ganz cool. Ich suche da mal gute Sachen raus. So, da wollten wir nicht hin. Just Chatting. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Selfie streamt noch irgendwas weiter. Da könnt ihr weiterschauen, wenn ihr wollt. Und ja, war cool. War ein Mini-Stream. Ciao! Raid Selfie. Hat das geklappt? Ich hoffe, ja, wenn ich am Anfang zu leise war, tut mir das leid. Tschüss. Warte, wir beantworten noch eine Frage, okay? Es sind zu viele reingekommen. Was auch immer das ist. Was bist du? Ich bin das auch, aber bei mir nicht sicher. Das sind diese Fachfragen. Das ist die Sache. Non-binary ist ja dieser Überbegriff, der alles beinhaltet. Heißt es eigentlich, alles außerhalb kann man non-binary eigentlich nennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Leute, die Sache ist, dass du Gatekeeper ist richtig, also keine Ahnung. Ich bin nicht non-binary genug, um mich zu nennen. Oder wenn Leute das sagen, dass solche Sachen sollte man nicht Geld geben. Oder, das hatte ich auch früher. Ich bin nicht depressiv genug. Ich darf mich nicht depressiv nennen. Sowas zu Geld geben ist absolut bescheuert. So irgendeine entspannte Frage, die nicht so schwer ist. Ich kenne Attack on Titan. Ich habe den Manga tatsächlich gelesen. Ja, ich will niemanden spoilern. Aber ich bin wütend. So, ab zu Selfie.